Ja, schönen guten Tag, liebe Gemeinde. Ist euch schon mal aufgefallen, dass jeder, der diesen Gedankenanstoß macht, immer startet mit Hallo, liebe Gemeinde oder so in die Richtung? Vermutlich schauen ja sicherlich auch andere Leute diese Videoclips, die wir hier machen für die Gemeinde. Aber in erster Linie ist es ja wirklich, wir wollen Videoclips für unsere Gemeinde machen. Wir wollen Leute aus unserer Gemeinde erreichen mit diesen Gedankenanstößen, damit sie etwas mitnehmen für den Alltag. Theorie ist wichtig, aber unser Glaube muss praktisch werden. Aber wenn der Glaube nur eine Theorie bleibt und die Praxis nicht da ist, das ist kein Glaube im biblischen Sinne. Das ist quasi Religion. Nun, wir stehen kurz vor Weihnachten und es war die Überlegung da, lasst uns doch mal was organisieren für Weihnachten. Alles läuft dieses Jahr ein bisschen anders als sonst. Ja, Planung ist nicht so möglich. Aber lasst uns doch mal was organisieren für die Weihnachtsgottesdienste. Nun, überlegt, getan. Wir organisieren 12 hochmotivierte Sänger. Wir organisieren ein paar Musiker. Alle total motiviert für den 24.12., für Heiligabend, für den Gottesdienst. Wir fangen an mit Proben. Natürlich mit dem gebührenden Abstand, gefühlte 3 Meter, mit Sicherheit, na klar. Und es ist echt super, wie schön noch wieder war, es war wieder Musik zu hören. Musik selbst gespielt, Musik selbst gesungen, Harmonie, das war toll. Und so vergeht die erste Probe, es vergeht die zweite Probe, es vergeht die dritte Probe. Und obwohl ich die Sänger eingestellt habe am ersten Tag schon, darauf, dass wir eigentlich uns auf ganz, ganz dünnem Eis bewegen, ja, niemand weiß, tragen wir wirklich vor oder sagt das Gesundheitsamt morgen, du gehst in Quarantäne und dann trägst du nicht mehr vor. Totale Ungewissheit, aber motiviert für Gott etwas zu tun, haben wir es gewagt. Nun, 3 Proben haben funktioniert und die Hoffnung wuchs immer mehr. Ja, es wird funktionieren, wir können Weihnachten wieder in der Gemeinde etwas vortragen in diesem Stil. Und dann kam der Montag vor einer Woche. Die dritte Probe war vorbei, die meisten waren schon nach Hause gegangen. Und der Vereinsvorsitzende höchstpersönlich, ich werde keinen Namen nennen, aber der Vereinsvorsitzende kam höchstpersönlich in die Kirche und teilt uns mit, die 14. Corona-Bekämpfungsverordnung ist draußen. Gemeinde- und Chorgesang ist verboten. Alles umsonst. Jetzt haben wir alles organisiert. Wir haben geprobt. Wir haben viel Energie reingesteckt. Wir haben Lieder ausgesucht. Wir haben uns die Zeit genommen, in die Kirche zu gehen. Und jetzt alles umsonst. Enttäuschung. Wirklich? Wisst ihr, was Tolles? Für Gott ist nichts umsonst. Niemals. Denn worum geht es Gott denn wirklich? Was möchte Gott mit dem, was wir tun, für uns persönlich? Möchte er, dass wir sagen, wir hängen uns voll rein, ja, wir leisten etwas und hier, Gott, ist das Ergebnis. Also Gott, wir haben organisiert eine Gruppe, einen kleinen Chor zu Weihnachten und wir haben viel geübt, wir haben voll engagiert gearbeitet. 400 Leute haben das gehört, vielleicht sogar noch mehr über den Livestream. Und es hat gut geklappt, es ist gut angekommen. Vielleicht bekehren sich ein paar Leute. Wer weiß. Schau Gott, das haben wir für dich geleistet. Will Gott das sehen, tatsächlich, für dich persönlich? Ich bin überzeugt, auf gar keinen Fall. Das ist alles gut, was ich gerade beschrieben habe. Keine Frage, das ist alles gut. Aber Gott geht es für dich persönlich, nur um dein eigenes Herz. Gott geht es um deine Einstellung. Gott geht es um deine Motivation. Und ich bin überzeugt davon, das ist das Einzige, was vor Gott wirklich zählt. Ich meine wirklich das Einzige. Ich habe mich schon oft gefragt, bei dem David aus der Bibel, von dem wird gesagt, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und jetzt habe ich in den letzten Wochen auch tatsächlich die David-Geschichte mal durchgelesen
Und ich muss sagen, der hat so viel falsch gemacht. Ich glaube, ich habe so viel noch nicht falsch gemacht wie der. Wenn wir an David denken, an die Fehler von David, was kommt uns als erstes in den Kopf? Ehebruch. Spaziert auf seinem Dach entlang, vor lauter Langeweile, und sieht auf einmal eine Frau, zack, und es ist passiert. Daraus resultiert Mord, dadurch resultiert Verschleierung, alles wird vertuscht. David lügt zu seinem Vorteil, nicht nur einmal. Und Kindererziehung, da kannst du von David echt nichts lernen. Funktioniert gar nicht. Er bevorzugt andere Kinder. Er ist nicht konsequent damit. Also, um das mal zu sagen, also David macht viele gute Sachen, aber auch vieles, was ja komplett daneben liegt. Da frage ich mich, wieso ist David ein Mann nach dem Herzen Gottes? Wie ist das möglich, obwohl so viele Missgeschicke und Fehler? Warum? Als der Samuel damals zum Isai kommt, Isai ist der Vater von David, und Samuel hat den Auftrag von Gott bekommen, salbe den nächsten König. Und Samuel weiß nicht, wer das ist. Er geht zu Isai. Und der Isai, der lässt seine Söhne alle vorführen. Einer nach dem anderen stellt sich vor Samuel vor. Und es sind 7 gewachsene, stattliche Männer. Und jedes Mal denkt Samuel, wow, der muss es sein. So ein Typ. Er sieht super aus. Richtiger Mann. Das muss er sein, der Auserwählte Gottes. Und jedes Mal sagt Gott, nein, der nicht. Und dann als der Letzte kommt, der David, der Letzte von diesen Brüdern, da kommt diese zentrale Aussage von Gott an Samuel. 1. Samuel 16, Vers 7 ist das. Ja? Da sagt Gott, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott, der Herr, der sieht auf das Herz. Was war das Besondere an David? Die großen Heldentaten, die er vollbracht hat? Nein. Das Besondere an David war sein Herz. Gott schaut immer nur auf das Herz. Und das ist ihm wichtig und das ist das Entscheidende. Also, Gott interessiert es nicht in erster Linie, ob wir für Weihnachten was geplant haben und das tatsächlich umgesetzt wird, ja, dass wir gesungen haben an Heiligabend. Das interessiert Gott in erster Linie gar nicht. Ihn interessiert nicht der Erfolg des Projekts. Ihn interessiert nur dein Herz. Ihn interessiert, mit welcher Motivation hast du das, was du getan hast, getan. Wir werden an Weihnachten nicht unseren Geschwistern dienen können. Wir haben mehrere Stunden geprobt und es scheint umsonst. Aber für Gott ist das, was umsonst in unseren Augen scheint, nicht umsonst, weil es auf unser Herz ankommt. Entscheidend ist immer deine Herzenseinstellung. Wir Christen, ja, oder wir Menschen allgemein, aber die Christen auch, wir sind ja so erfolgsorientiert. Das, was ich tue, muss ja irgendeinen Erfolg bringen. Ja? Wofür soll ich das sonst tun? Das heißt, ich übe etwas und trage es dann den Menschen vor, habe also Erfolg, und dann sind wir zufrieden. Und wenn jemand zurückdenkt, tatsächlich die letzten vielen Jahre, wie oft haben wir Adventsring vorbereitet, Weihnachts-, Kindermusicals, Programme ohne Ende. Wie oft haben wir das vorbereitet und wir haben uns tatsächlich aufgeführt. Es hat Segen gebracht, keine Frage. Und wir hatten sozusagen Erfolg. Aber auch damals war es nicht entscheidend, ob wir Erfolg haben oder nicht. Auch damals war es nur entscheidend, wie ist meine Herzenseinstellung. Und deswegen waren 3 Proben, die wir jetzt gehalten haben, ja, nicht umsonst, obwohl sie umsonst scheinen. Sie waren nicht umsonst. Gott prüft uns in dieser Zeit ganz besonders durch solche Erlebnisse. Und er fragt uns tatsächlich, jeden persönlich, tust du das, was du tust, weil das am Ende einen Erfolg bringt? Oder tust du sowas aus Hingabe zu mir, als Dienst für mich? Bist du bereit zu gehen und dich zu opfern für den Dienst Gottes, auch wenn es scheint, ja, es wird wahrscheinlich ja sowieso nicht funktionieren?
Auch dann erwartet Gott, geh hin, tu den Dienst für mich. Und es ist natürlich so, dass wir Menschen trotzdem enttäuscht sind. Ja, wir haben uns mit der Einstellung in diesem Fall zum Beispiel gemacht, Gott, wir tun es im Blick auf dich, obwohl wir wissen, es ist ganz, ganz knapp. Und dann funktioniert das wirklich nicht. Und was passiert? Wir sind enttäuscht. Wir knicken ein. Und das ist normal. Ja, weil wir Menschen sind. Wir sind keine Maschinen. Wenn so ein Schlag dann kommt, dann knicken wir ein. Aber nach einer kurzen Besinnungszeit müssen wir eigentlich sagen, Gott, es war ja für dich. Wenn du planst, wir singen nicht an Heiligabend, dann singen wir nicht. Wenn du planst, wir singen, dann singen wir. Es ist im Prinzip der Erfolg des Ganzen, was wir tun, ist vollkommen egal. Es liegt nicht in unserer Hand. Es ist Gott, der es tut. Und Gott möchte nur dein Herz, dass du gehst. Und diese Erlebnisse der letzten Tage, die beschäftigen mich stark und die Leute, die beteiligt waren. Ja, aber im Prinzip geht das im ganzen Leben genauso. In jeder Situation des Lebens. Das ist nur ein Beispiel dafür. Ja, aber das Prinzip bleibt immer dasselbe. Es ist wichtig, dass das Herz stimmt bei Dingen, die ich tue. Und lass uns nicht versuchen, auf den Erfolg zu sehen. Ja, ich muss das tun, damit das und das passiert. Nein, der Erfolg liegt immer bei Gott. Das ist nicht unsere Motivation, etwas zu tun. Der Erfolg. Nein, die Motivation kann nur sein, Herr, ich tue es aus Liebe zu dir. Und was dabei rauskommt, ist vollkommen nicht mehr meine Sache. Ja, ihr Lieben, das ist soweit die Gedanken, die ich hatte in den letzten Tagen. In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und schöne Festtage. Tschüss.